Ah, cool. Das ist wild. Das ist richtig smart. Look at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ja, ich bin jetzt auch bereit, mein Stream läuft jetzt. Okay, nice. Soll man sich muten jetzt oder nicht? Wie dir das lieber ist. Man darf sich gerne muten, wenn man das keine Zeit hat. Wie man es mag. Okay. Ich find's ohne lustiger. Da ist sehr viel Freude dran. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Ja, viel Erfolg. Immer schön, was selber aus dem was an, wo man sich dann denkt, unter die Italien, man muss. Oh Gott. Obwohl, easy. Okay, jeder weiß, was ich meine. Okay, ich muss es jetzt anders retten. Okay, 50-50. Nicht schön, aber dafür doppelt so viel, so selten. Also, ne? So. Also, ob das ankommt, ist 50-50. Nein. Doch, ist wirklich 50-50. Das erkennt niemand. Je nachdem, wenn... Also ich denke, so Stichwörter oder so. Das zwischen zwei von Palvantas Zuschauern. Ich glaube, selbst in der Vorschule werden sie nicht über diese Zeichnung stolz von mir. Okay, 50-50, weiter geht's. Nein, das ist... Oh mein Gott, ich erkenn's nur daran. David, was Gelbes? Nee, ja, was? Jein. Achso, okay. So, derjenige, der beiden Themen bekommen hat... Oh mein Gott, ich hab verkackt, Alter. Jetzt hab ich... Alter! Das Niveau sinkt heute. Keine Ahnung. Nee, ja, ohne ist besser. Ich muss Glurak malen, Mann! Das ist mega kompliziert! Der Spoiler! David! Hey. Nicht spoilern! Was ist los mit dir? Ich hab keine Ahnung. Okay. Speed! Hat einen Charakter im Speed-Niveau. Alles klar. So kenn ich mich. Nein, nicht klingeln! Hör auf zu klingeln! Ja, im Gegensatz zu Rechnung schon. Nein, oh mein Gott! Okay, rechte Maustaste ist die schlimmste Taste der Welt. Warum? Wie ist da zurück? Oh. Nein, ich hab was vergessen. Ah, egal, komm. Es tut mir leid. Hä? Ich hoffe, es ist der, den ich denke. Was soll das? Darf ich mir jetzt was aussuchen? Ich hab hier vier oder Sachen. Was? Oh Gott, Alter, was ist das? Vor allem, es werden nicht alle fertig. Schaut euch das an. Drei Leute haben abgegeben von neun. Alter. Ich schaff's noch. Oh, Yannick ist noch was eingefallen. Ich glaube, ich muss. Nee, ich hab mich verdrückt. Das andere. Sechs. Ja, ein kurzer die jene 6. Ach du Heiliger. Fuck, Alter. What? Was soll das sein? Wer zum Fick ist das? Ich nehm da, was ich sehe. Oh, ich hab mich schon wieder vertippt. Oh, cool. Das ist wild. Das ist richtig smart. Ich hoffe, das kriege ich nicht gebacken. Oh mein Gott. Gott sei Dank kann ich das zeigen. Hatte einer eine ungefähre Idee wie ich. Finde ich geil. Na gut, ich... jetzt noch schnell den anderen. Belassen. Fertig. Dann der Wittmannsauer kennt, dass es das ist. Mein Beileid. So, big. Alter, ist geil. Ich glaube, ich habe alle Runden ruiniert dieses Mal. Also, auf das letzte Mal, was ich gezeichnet habe, bin ich... GG, einfach GG. Ganz schwierig. Ja. Da waren einige kreativ. Da war nicht gut. Da waren einige sehr zu kreativ. Godzilla versus Glurak. Aha, okay. Okay. Glurak. Es tut mir leid, jetzt schon. Rauskommt. Ja, es tut mir auch leid. Ja, gut, man könnte es.
Und? Godzilla kämpft gegen Drachen-Pokémon. Ja? Kennt keine Pokémon. Sehr geil. Ja? Alter, du kennst Kurak nicht? Alter, wie jung bist du? Überhaupt keine Ahnung. Nee, ich hab nie Pokémon gespielt. Das hat nichts Mark zu tun. Auch ich hab nicht ein bisschen Pokémon gemacht in meinem Leben. Ich hab's komplett verkackt, by the way. Ja, das hab ich bekommen. Das hab ich bekommen. Das hab ich gesehen. Godzilla versus Riesen-Chocobo. Ah, du bist das! Chocobo! Chocobo! Geil, Chocobo! Jawohl, Alter, Premium Chocobo, Alter! Kam nicht durch. Flamingo versus Godzilla. Einen Vorwurf machen wir jetzt. Ja gut, Flamingo war eigentlich pink, nee, ja, ich weiß nicht, Flamingo ist pink, so, ich dachte auch erst einen anderen Vogel, ja, aber ich dachte, was ist Huhn oder so. Ja, nee, kein Huhn, dafür ist es zu groß. Größenverhältnis zu Dino. Oh. Ich dachte, das wäre eine Maßeinheit. Ich hab eine Frage. Nicht mal Godzilla kam an, ich war immer ein Vogel bei Godzilla. Ich habe eine Frage, den Schokobo, habe ich den einigermaßen richtig gemacht oder ganz falsch? Der war falsch? Gut, der war sehr gut. Nee, der war schon sehr nah dran. Okay. Ja, musste ja erstmal gerade googeln, wie die aussehen, aber ja. Der war schon nah dran. Die sind hätte mir richtig, jemand Schokobo geschrieben, wäre ich von Schokobon ausgegangen. Also Kinder Schokobon. Ich hätte auch niemals so einen Vogel. Schreiben sich doch so, oder? Ich glaube, das war richtig. Ich kenne die Viecher. Was soll ich denn direkt als ich gekriegt habe? Oh mein Gott, wer hat denn da verkackt? Ach du so Heiliger, das sieht ja ganz halt anders aus bei mir. Ja, das ist richtig, man kennt Leute nicht. Das ja. Japan trägt von zwei Typen mit Buchstaben J und S. Ja, so ungefähr. Ja, gut. Ja. Nice. Ja, okay. Ja. Akadari Boys fliegen nach Japan. Ja, ne? Ja, ne. Ja. Bitte nicht, dass das ein Flugzeug sein sollte. Ja, natürlich. Ja, danke, weil ich trotzdem. Oh nein! Okay, pass auf. Ich weiß, was rauskommt. Oh, oh mein Gott. Akadari steht auf Japan und da ist ein Amboss. Flugzeug, Alter! Wo ist denn ein Amboss? Der Amboss, Junge! Und da ist ein Amboss. Geil! Ah, wie geil! Amboss, Junge, Alter! Akadari? Ist wirklich die Lampe noch durchgekommen? Akadari ist auf der japanischen Flagge mit Amboss. Sehr gut. Ey! Akadari und Japan, also, immerhin! Wenn du die Japan-Flagge dazu nimmst, ist das Flugzeug ein besseres Amboss, als es ein Flugzeug ist. Aus dem Flugzeug wollen halt Amboss, aber sonst? Sehr geil. Das ist eine Runde. Betrunkene Katze mit Supermännern und kratzt ihn hart. Oh, das ja, natürlich oh, nicht! Okay. Ich auch nicht. Ich hatte keine Zeit mehr. Nein! Ich hab so einen kleinen Wiggle erkannt da an der Taille. Oh, ganz nice. Superman weicht der Tatze einer Katze. Aus, ich hab zu spät. Ja, aber nice. Oh. Jawohl. Oh. Ja, aber so, wo ist es abgedriftet? Ich dachte, Entschuldigung. Ich dachte, mein Super Asiat Best Friends Forever kleiner als Rama. Aber ich frage mich immer noch, wo ist es? Sehr geile Zeit. Über einen Glurak gesperrt. Hä? Okay. Ja, da kam jetzt leider. Ich hab den nächsten Bild bekommen, weil er sich über Superman und Glurak gesperrt hat. Was machen die da bitte? Trink die Katze super. Und ich dachte jetzt, das ist Glurak. Katze. Wir fangen auf Glurak. Shining. Bei den 10 müsste man eine rechnen für die neuen Pokémon-Karten, das Bild. Bei den 10 wollte ich so lachen. Das ist so ein Esel. Die von Glurak mal kriegen Esel. Superman reitet auf Glurak. Hey! Alles erkannt? Ich möchte mal ganz kurz festhalten. Superman kann man. Betrunkene Katze miauert Superman an und kratzt ihn hart zu. Superman reitet. Ich hab mich echt gefragt, wo es abgedriftet ist, aber Shining hat's geregelt. Ich dachte, ich hätte den Jace mitbekommen, weil er sich immer Glurak die ganze Zeit beschwert hat und Superman. Alter, Shining lost. Sind wir aber nicht eigentlich schon bei mir hängen geblieben?
Ich muss ehrlich sein, ich hab irgendwas. Bei dir war es nicht so eine Katze, Sven. Deshalb sah so scheiße aus bei mir. Ja. Das kam gar nicht an. Ja, das kam eindeutig an. Nee, das hab ich einfach verkackt. Also, wenn das ankam, dann keine Ahnung. Nee, das hast du. Fall ist raus. Der Fan hat, glaube ich, ein Disco. Ja. Warten? Es ist nicht nur nicht angekommen, ja, scheint, ich muss mal überlegen. Es sind hier Leute dabei, die haben dich nicht attackiert. Also ja, logischerweise kommt das nicht an. Dass Sven oder so kriegt, weil ich euch das alles erzählt habe. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist... Ja, wie zeichnest du Code Geass? 50-50. Ich hätte aber wieder Gazen geschrieben, ey. Mit ich hab wieder nochmal gerufen, wo alle in dem Chat waren. Ja, aber wie zeichnest du das? Also ich wollte es halt nicht schreiben, ich wollte halt nicht Code Geass schreiben. Ich wusste war schon mal wieder da? Ja. Nein, du bist da. Wenn es einfach nur Zero zeichnen müssen, das hätte gereicht. Ja, wie zeichnet man Zero? Ja, wow. Wie sieht der denn aus? Zeichne mal Zero, Alter. Das ist ein Strich mit Zero. Zero. Und das heißt Zero, ja? Also bitte. Zero. Das haben die sogar. Du bist noch gemutet. Nee, der Twin. Nee, es gibt nicht. In der Japanisch, im japanischen Original wird es nicht Zero ausgesprochen, sondern Zero. Zero. Ich dachte so an den, Zero halt so stand. Ich dachte so an den Stream. Und dachte so, der macht irgendwie Pokémon TCG auf oder so. Zero. Nein, ich dachte an Zorro, Alter. Ich bin alles durchgegangen und dann Gaesa. Ich weiß, wie er aussieht. Also ich weiß, wie. Geht's noch weiter oder? Ja, wir warten auf Pulse Go. Ob ja, ich hätte ihn aus dem Kopf nie zeichnen können. Okay, hey, warte mal. Ja, okay. Alles klar. Schwänzel schaut krassen Roboterkampf. Geil. Bei mir hängt das gerade so extrem. Das kam bei mir an. So ähnlich. Hey. Oh. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es sich geht. Ja. Sven guckt Star Wars. Das hab ich, glaube ich, bekommen, oder? Ja. 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 Es geht in die andere Richtung. Es geht genau. Und ich bin so dumm, ey. Ich bin so dumm. Ich hab jetzt richtiger Mindblow, Alter. Shinny spielt das überhüpfte Spiel Star Wars. Aber hey, ist wieder Shiny geworden. Ist wieder Shiny geworden. Wie bitte? Ich dachte. Hab ich das gesagt? Das ist Zero. Nee, ich hab das gefragt, aber ich würde trotzdem. Ich weiß schon, wie der aussieht, aber ich würde es nie mehr gucken, trotzdem. Das hätte ausgereicht. Das hätte ausgereicht, sagt er. Okay. Für einen Engel. Krass. Shining, du bist schon ein bisschen. Kenn ich nicht. Du brauchst echt. Du forderst es nicht. Not bad. So, weiter geht's. Ja, ich muss ja irgendwann. Das Spiel war. Ja, oh. Ja. Oh. Was? Spielt ja. Eindeutig. Ich weiß nicht, ist bei mir nicht angekommen. Ja. Es ist dran, ich hab's gehofft. Ah, jetzt ergibt das als Odin-Sinn. Jetzt am Streamen und Werbung machen für TGC. Das hab ich gemacht, wie war meine Werbung. Das ist ich weiß, wie das endet. Ja. Ich weiß auch, wo das endet. Bruder, ich weiß, wo das endet, Alter. Halbanta feiert seinen Merch zu sehr. What? Zu geil, Alter. Zu geil. Yannick, du bist der Geilste, Alter. Ja, du, gerne. Anker mit Krawatte findet Brunt. Das wird doch wesentlich besser. Oh Aber der Anker bekommt bei mir noch sogar noch ein bisschen. Anker, ich begrüße Sie. Jawohl. Alter, Vorschule 1. Der sprechende Hut aus Hogwarts kommt zu Hause. Das ist ein kleines bisschen eskaliert. Geil. Ging zu seinem Merch rüber, das ging dann zu einem Anker rüber, das ging und dann zu einem sprechenden Hut, der falsch sehr gern hat. Ich hätte das auch so nebenher gerne gezeichnet mit Odin, ey, dass es dann vielleicht auch Valheim wieder kommt, aber naja. War halt schlecht gedacht. Aber eine gute Runde. Geil. Immerhin hat das Scummy genauso gezeichnet, wie es auch gemacht hätte.
Haben wir denn jetzt eigentlich noch eine Runde oder? Harry Potter beim Windsurfen. Bitte was? Nein, Harry Potter war das! Das kann bei mir nicht. Okay. Ja, also, Harry Potter. Leute! Janik, kurze Geschichte. Ich wollte erst Gandalf schreiben. Dann habe ich den Blitz auf der Stirn gesehen. Ja, sag ich ja. Ich habe sofort gewusst. Meinst du, deswegen habe ich ja gefragt, meinst du was Gelbes? Ja! Ja, moin! Ja! Das ich kam nicht Harry ansatzweise so über das Meer. Okay, es ist nicht meine Schuld. Also ich weiß Ehre. Nicht, ob ich den Vorwurf machen muss. Ehre, ich auch nicht. Das war der Blitz, okay. Entschuldigung, geil. Jetzt nicht. Ja. Ich hab den auch sehr Spaß gemacht und da dachte ich so, gelb ist besser. Das könnte auch eine Schmalzlocke sein. Spaß am Strand. Das ist einfach diese aber das Surfen kann geile. Hui! Das ist doch Harry Potter, man erkennt die doch! Surfen während eindeutig. Des Urlaubs am Strand. Oh Gott, ey. Oh, Shining, hast du es so bezeichnet? Ja. Shining, hör auf mit den Formen. Aber ist doch gut gezeichnet, was doch. Man surft Richtung Strand. Oh nein. Oh nee. Wie bitte? Ja, irgendwer hat hier offenbar Krieg gegen Maxi führen wollen. Das war mein erstes Thema. Rotwein schmeckt so gut. Bist du mal der Haut. Oh, du warst das. Ach, Rotwein. Ja. Oh mein Gott, was ist das? Das, glaube ich, kam nicht ansatzweise an. Nee. Boah, Sven, also, kam schon. Ja. Ja. Ich hab schon gesagt, was du mir jetzt gezeigt hast, offenbar. Okay, das ist. Ja. Eindeutig Sven, so kenn ich dich. Das wird wild, Alter. Sven liebt Wein. Copy-paste hier, nice. Hab ich wieder verkackt? Du bist der Einzige, der auf einmal ein Weißwein dahin malt, weißt du? Bei mir turns. Woher würde ich wissen, dass vorher ein Rotwein da war? Ja, aber Wein ist doch rot einfach, wenn man zeichnet. Nicht ich hab versucht, Anime-Augen zu machen. Und die Puppe, die er davor auch gemacht hatte. Alter, bei mir turns. Mein erstes Mal am Besaufen. Ich bin der Einzige, der Form benutzt. Ja, da sieht man mal, wie zwei, drei Leute eine ganze eine Geschichtenkette verkacken können. Nein, so viel dazu. So schreibt ihr da bitte, dass ein Riesling für 10,99 Euro billiger Schnaps ist. Also. Aber ich hab auch nicht Riesling da gelesen, gell? Ich hab da gelesen Rios irgendwas. Rios? Ja, okay, gut. Ja, ich hab da auch Rios und dann okay, dachte ich mir, das heißt bestimmt so, ja. Donnerkamp findet Pal Banta gut. Wie gut ist das? Ah, okay. What? Jetzt okay. Gut ist, ja. Alter. Gut. Warum das hat jetzt Mittel schon, wieder? Entschuldigung, es hat die Story komplett gedreht. Gut. Ich hab die Story gedreht, es tut mir leid. Donald Trump zeigt Fell den Mittelfinger. Ja gut, bei dem Mittelfinger hätte ich das auch von... Das ist gut, interpretiert. Donald Trump erkannt hast, finde ich schon bemerkenswert. Roter Kopf, rotes Gesicht und die Locke. Das sieht aus wie ein amerikanischer Bauarbeiter, mit Helm trägt. Oh, das nehme ich persönlich als Bezeichnung. Ich mal alle dick. Ach, das war ein P, okay. Ja, eindeutig. Donald Trump zeigt wütend dem Bürger Mittelfinger. Der hat den Bart gar nicht mehr akzeptiert. Ich war schon für mich, bei mir war der Bart schon da. Oh. Okay, die letzten Sekunden zählen wohl nicht mehr. Irgendwer hasst Amerika. Das Mager war nicht eindeutig genug. Der Trump, der. Aber hey, mit dem. Aber jeder macht einen Mittelfinger. Man zeigt den Stinkefinger auf die Flagge von USA. Frech, ne? mit den erwischen. Es tut mir leid, aber ich hab nicht einen Daumen hoch gesehen dort oder irgendwas. Ja, das hab ich auch. Ich seh's aber auch nicht. Ich würde auch. Mein erster Gedanke wäre auf Stinkefinger. Ich wollte einen Daumen. So. Irgendwann wird aus den zwei Personen auch nur noch eine.
Da war noch irgendwo ein Typ und irgendwer hat sich gedacht, ach, wenn ich die Geschichte weitererzähle, dann ist irgendwer weg. Oder ich schwör, das weiß ich. So, das hab ich auf jeden Fall bekommen. Maximalus hat keinen Plan von Gartitz vor. Da hab ich extra das in der Mitte übrig gelassen. Lol, ich kann mich daran null erinnern. Alter! Das war das mit den ganzen Noten. Ja! Planloser Typ guckt auf weißen Kreis. Ja! Da kommt die Geschichte! Aber ich war ganz stolz, ich dachte, ich so cool, ich darf mir was aussuchen. Das eskaliert gleich. Das muss ja gleich. Das hatte ich! Das hatte ich! Okay. Hier geht's. That escalated quickly. That escalated richtig quickly, Alter. Geil. Das ist saugut gezeichnet. Boah, ich kann sagen, sieht richtig gut aus. Ja, das Problem ist, ich kenn's nur nicht. Ja, das belastet. Komischer Anzug. Für kostet 0 Euro. Das nennt mich. Das nennt hier gibt's Geld, nächster Satz kostet 0 Euro. TGC hat Geld, gut gezeichnet. Komischer Anzug kostet 0 Euro. So viel dazu. Wie gesagt, ich kenn die. Geil. Aber der Dave macht nicht Marketing für die TGC, das ist schon mal klar. Aber dann ist das Merch billig. Ne? So eine Runde mach ich noch. Ja, alles klar. Oh Gott. Okay, haben alle den Plot verstanden mit Geheimnis? Ja. Versuchen wir unser Glück. Oh. Okay. Was war gewesen? Nein, ich war nicht da. Wieso, du bist auch da, ja? Ja. Ja, okay. Du siehst jetzt weder, was du schreibst, noch was du zeichnest. Genau, beim Schreiben ist das so passwortmäßig und beim Zeichnen siehst du auch nicht, was du malst, nur die letzten paar Sekunden quasi. Okay. So Snake-mäßig, folgt dir dann so hinterher und der Vorhang ist schwarz, aber trotzdem ist der Hintergrund weiß. Also wenn ihr weiß malt, dann ist Mathe weiß auf weiß. Ach du Scheiße. Also das ist schon das ist mindestens wichtig. Nicht den Hintergrund ändern. Genau. So. Ach du Scheiße. Das wird hervorragend. Ja, das wird gar nichts. So, okay. Ich starte, ja? Okay. Ja. Geheim, ja. Okay. Geheimnis, zeichnen, los. Okay. Sollte jetzt. Bis gleich. Have fun. Jo. Okay, meine Idee klappt schon gar nicht mehr, weil ich jetzt zeichnen muss. Ja, danke. Geht mir genauso. Ja, wir sind gerade, deswegen müssen wir zeichnen anfangen. Ja, moin. Das war's. Es tut mir leid, wer das kriegt. Ich weiß nicht, was das geworden ist. Also ich muss eine neue Idee machen, weil ich meine erste Idee nicht geschafft habe. Meine erste Idee konnte ich auch nicht machen. Ich wollte erst so, Yannick zieht Glurak, zieht Hit aus Pokémon. Da dachte ich so, nee, ist zu schwierig für Geheimnis. Ja, da dachte ich, für Geheimnis ist das zu schwierig. Da dachte ich einfach Mass Effect, weil ich kann das Mass Effect selber nicht machen. Ja, echt so. LOL. Oh, scheiße. Okay. Voll gut, Alter. Jetzt okay. Oh, ja, gut, Riff. Ich dachte voll, oh, ich erkenn's sofort und jetzt sehe ich da voll wieder was anderes. Ja, gut. Ich hoffe, ich hab mich nicht vertippt. Ich hoffe, ich hab mich auch nicht vertippt. Das ist das Einzige, was ich hier schwierig dran finde, beim Schreiben, dass man sich hoffentlich nicht vertippt hat. Ich gebe jetzt immer mein Passwort ein, ist es richtig? Ja, genau. Mach ich auch immer. Yannick ist toll. Ach du. Wie soll ich das denn malen? Wie soll ich das denn malen? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Ich muss wieder von vorne anfangen. Ich kenne den einen Fußballverein nicht. Bei mir ist einfach schwarz. Oh mein Gott. Was soll das sein? Ich meine, das ist schön gezeichnet, also ein schönes Bild und so, aber ich weiß nicht, was das jetzt. Hä? Ja, ich kann nichts beschreiben. Ich bin auch hart gespannt. Also Geheimnis ist halt wild. Geheimnis ist halt richtig wild. So. Oh Mann.
geil. Ach du Scheiße. Das ist eskaliert. Guten Morgen. Wer hat das Wort einfach nicht verstanden? Einfach ist krass, ne? Ey, wird's gar nicht mal. Es wird immer schwieriger. Ist wirklich so. So, Yannick, leg mal los. Ja, ich leg mal los. Was war dein Ziel? Ja, ich dachte, okay, ich wollte Darth Vader machen, das geht nicht, funktioniert. Star Darth Vader, ne? Das ist richtig gut, Alter, Paul. Star Wars oder Darth Vader. Ja, ich dachte so, das oben rechts. Oben rechts probiere ich noch den Mond irgendwie. Aber rotes wie ich Lichtschwert. Das habe keinen Plan. Das einzige Problem war halt der blaue Lichtschwert, und das hat mich so. Ja, nice! Das ist doch super. Das war super. Das ist gut. Das ist echt gut. Ich hoffe, ich Star Wars Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Darth Vader. Da hab ich mich vertippt. Richtig gut, vor allem noch die Klamotten von Obi-Wan. Ja, Mann. Nice. Ich dachte, ob es Obi-Wan. Luke fucking Skywalker kämpft gegen seinen Vater. Okay. Oh, auch richtig, okay. Auch nicht falsch, oder? Okay, ja. Auch nicht falsch, wir sind noch bei Star Wars. Ja, okay. Sven hat angefangen zu schreiben. Ja, okay, Minuspunkt. Vor allem, es ist immer noch Darth Vader dabei. Ja. Oh, wie hält er denn sein Laserschwert? So kann er nicht mit dem Mund. Nein, nein, der Griff ist in der Hand, aber das Licht ist. Er benutzt die Macht zum Kämpfen, weißt du? So einfach. So Debug. Ey! Alter! Ganz ehrlich, bis zum Ende doch weiter durchgegangen. Ah, nice. Laserschwert mit einem schlechten Ping. Finde ich gut. Hat geklappt. Wer hat. Einmal frei. Waren halt drei Bäume. Okay. Nice, fühle ich. Jetzt bin ich gespannt, was ich daraus gemacht habe. Einfach ist. Mann. Das hab ich auch wiederbekommen. Die Vibe-Luftschlacht. Eine Allee. Das hab ich. Eine Allee. Eine Allee. Er macht eine Allee. Allee. Okay. Allee. Ja, es ist eine Aufreihung von Bäumen. Ja, gut. Oh nein, nein. Oh, ja gut. Kinder im Wald und Tetris Straße. Okay. Oh, der einzige, der daraus rauszulesen. Aus der gut, ich weiß, dass also der Gedanke war gut. Ein Wald war einfach, ja. Hm. Ich weiß, was draus geworden ist. Ja, okay. Oh, was draus geworden ist. Oh Mann. Hey, aber gut gezeichnet. Ja, gerade habe ich auch gedacht, Tetris, hast du denn dafür ein Puzzle zu machen? Ich hab's Menschen laufen gedacht, auf eine Brücke zu. Keine Ahnung, da wird eine Brücke gemeint sein. Da bin ich einfach überfragt. Das ist eine Tetris-Brücke. Es sind immer noch Bäume da. Geil. Okay. Drei Bäume habe ich gar nicht gedacht, also weil die alle nebeneinander standen, dachte ich halt so irgendwie eine Allee, weil die so perfekt nebeneinander gezeichnet waren. Boah. Das habe ich, glaube ich, gar nicht bekommen. Das kam gar nicht mehr bei mir an. Ja, danke. Ja. Okay. Cool. Ja. Richtig. Ja, das habe ich bekommen. Auch nicht schlecht. Okay. Wasserfische. Ja. Ah, ich glaube, ich weiß, wo es hängen bleibt. Ja. Ja. Ah, yeah. Okay. Okay. Ja. Schwarzes Bild. Das ist belastend jetzt. Nein. Das ist belastend. Oh, das ist voll oft passiert, wahrscheinlich. Ich dachte, da hat das einer wirklich einfach gemacht, Alter. Ja, das ist nicht schlecht. Endlich weiß, schade, was man versteht. Oh, nein. Oh, no, das ist bestimmt schon mal passiert. Das yeah. Schadreiade, what the fuck? Man. Nein, das hat nicht gepasst, Alter. Ja, nee, aber schick. Ja, der Hut, der hat nicht ganz gepasst. Ja. Das ist nicht kam angekommen. Nicht durch. Nein. Nicht nein. Nein. Okay. What? Okay. Aber, ja, verpasst. Eine Hexenkatze. Ah! Eine Hexenkatze? Okay. Das wird jetzt nicht passiert. Das wird jetzt richtig wild, Alter. Pass auf. Ja, nee, das ist, ich hab diesen Harry Potter Blitz nochmal versucht. Ja. Termine Grain. Ich war so mad. Wie soll man die denn zeichnen? Ich war so mad. Das ist doch ganz einfach, ist alles klar. Let's go. Oh. 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 Ja. Sie Frau mit langen Haaren und Kleid. Ah, oh, da hat er hey, theoretisch, ja. Theoretisch, ja, ne? Aber
Also, Yannick, ganz kurz, Yannick, du hast mich komplett durcheinander gebracht. Warte mal. Zauberstab, Katze plus der sprechende Hut. Ich wollte alles so auf Hexe. Ist eine Hexe. Nur ich wollte nur Katze. Warum soll ich denn keine Katze machen? Weil Hermine ist Zauberin und sie hat eine Katze. Aber warum mache ich dann nicht einfach ein Mädel? Egal, war nice. Witzig. Sehr gut. Ach du Heiliger. Das wurde ein bisschen verwurschtelt. Ah. Ich hab's am Ende erkannt, glaube ich, aber am Anfang. Batman versus Superman Gefangenen-Szene. Eigentlich soll das Superman sein, der Batman beim Weiß beobachtet. Hab ich am Ende gesehen. Am Anfang denke ich so, boah, voll geil, wie im Film diese Szene, wo die Leute Batman festhalten und Superman ankommen. Und dann so, oh, Moment, da ist eine Dusche. Scheiße. Ich hab den Film nicht mal gesehen. Ja, gut. Ist ja richtig gut geworden eigentlich. Ja, Batman hat Superman eingekickert. Oha. Ich hab's voll verkackt, glaube ich. Ja. Das hatte ich, glaube ich. Lasst und Katze, ja, passt auf. Da ist halt viel Info verloren gegangen, ja. Alter. Was findet man im Gefängnis an? Da hast du noch den Mann erkannt? What? Not im bad. Gefängnis? Not bad. Abstraktkunst, Alter, dafür gibt es 20 Mittel. Wenn dann einer, nice. Alter, kannst du ausdrucken, passt. Schaut deine Katze den Mann im Gefängnis an, oh Mann, dafür verzahle ich 30.000. Alter. Oh Mann, ey. Sehr gut. Das gleiche nochmal, Batman zu Okay. Okay. Zwei Kinder spielen Fußball. Oh, nein. Ich weiß, wo das hingeht. Ich weiß, wo das hingeht. Das war ich. Hertha gegen Union. Ah. Danke, Union. Du Arschloch. Ich kannte Union nicht. Ich kenne Union nicht, weil ich mittlerweile aus Fußball raus bin, weil ich einfach nur noch ankotze. Ich kenne Union einfach nicht. Ich dachte Link. Okay, ja, ich werde es sehen. Estland gegen keine Ahnung. Ich dachte, da hätte jemand eine schlechte Estland-Fahne gemalt. Ja, vor allem Fragezeichen. Das ist erschreckend gleich. Aber immer eine Fragezeichen ging durch. Blau-schwarze Flagge versus. Ja, das war fast. Zwei Kinder spielen Fußball. Fußball ist immer. Ungefähr. Zumindest bis zur Hälfte blieb Fußball auch. Danke, Union. So, jetzt reicht's, ey. Das ist absolut ein Frech, ey. Entschuldigung, ich kenne Union halt. Ich hab das dann auch gegoogelt und dachte so. Ah, okay. Ganz ehrlich, ich hab auch nicht. Das war so gut! Das war so gut! Das ich hab's voll versaut. Ich hab's so versaut. Ja, Mann! Mega gut! Voll nice. Ich hatte am Ende kurz überlegt, ob vor mit 1 sein. Okay, naja. Okay. Schade. Bestützen. Sven. Ein Fahrer mit Fahrer drin. Oh, das hatte ich, glaube ich, ne? Ein Fahrer mit Fahrer drin. Ich wollte nicht auf den Fahrer verzichten. Das tut mir leid, ey. Oh nein. Der kommt aber in die falsche Richtung. Oh nein. Oh nein. Ich hätte noch M1. Muss auch sein. Sehr gut. Oh, nice. Auf die Auto on Tour. Nice. Geil. Oh, Mann. Oh Gott, bitte, das funktioniert haben, bitte. Ah ja, ja, nice. Oh, fast. Das hatte ich, Alter. Keine Ahnung, ey. Dann habe ich vergessen, was ich geschrieben habe. Es tut mir leid. Dann ist warte heute mit auf roten Handtuch. Ja, das sollte eigentlich mehr sein. Das ist gemalt. Ich hoffe, es ist angekommen. Nice! Also, aber das ist echt cool, selbst cool, nice. Am Strand liegen und haben einen Schirm. Geil. Am Ende ist noch rausgekommen, was sein sollte. Ja. Geil. Aber wie das mit dem Gelb durchging, nicht schlecht. Er hält sich mit dem Mund den Schirm. Wo am Strand? Wo ist mein Meer hin? Schirmständer. Ich hatte da ein Meer eigentlich gemalt noch. Da gibt's kein Meer. Mehr. Ja, ich merk schon. Da hast du dein Meer. Ich hab Meer, ja. Bin der Einzige, ich hab das schönste Meer bisher. Das ist ein Fluss. Maximal. Ja. Am Strand.
Schild am Strand, was da an der Kante. Aber nein, es ging durch. Ich habe auch mehr gemalt. Also am Ende kam es genauso raus, wie es. Geil. Krass. Mega nice. Herrlich. Mega nice. Ja, das war aber richtig. War geil, Leute. Definitiv. Herrlich. Das war geil. Ich würde euch allen einen Daumen hoch geben, so wären wir jetzt bei Scribble. Ja. Hätte ich auch gemacht. Ey, also, war schon gut. Das war mega nice. Ja, Knirz. Dann bedanke ich mich für die schönen Runden. Jo, danke auch. Ja, ebenso. Ich würde sagen, wir hören uns, ne? Jo, wir hören uns auf jeden Fall. Guten Abend, Po. Können wir gerne wieder machen, ja. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Ciao, ciao. Wir haben noch. Euch auch. Bis dann. Ciao, ciao. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far.